Unter uns liegt eine wissenschaftliche Großbibliothek, eine der größten in Deutschland. Bis zu 6.000 Besuche pro Tag, über 2 Millionen im Jahr, über 1 Million Entleihungen. Ein reger Betrieb von 8 bis 24 Uhr. Und das war von einem Tag auf den anderen nicht mehr so. Für uns in der Öffentlichkeitsarbeit hat die Corona-Krise richtig angefangen im Mitte März mit der Absage der Leipziger Buchmesse. Und danach haben wir dann tatsächlich sukzessive alle Veranstaltungen, die noch geplant waren, abgesagt. Zum Beispiel eben den Dresdner Geschichtsmarkt. Der Dresdner Geschichtsmarkt ist eine Veranstaltung, die wir hier in der SLUB durchführen für Hobbyforscher, die sich mit der Geschichte von Dresden und der Umgebung befassen. Und wir haben uns im Vorstand des Vereins, haben wir uns lange beraten, haben hier im Haus lange diskutiert. Es waren auch Empfehlungen vom Gesundheitsamt da, dass es in der Größenordnung einfach nicht mehr geht. Und wir hatten uns dann entschlossen, den Markt abzusagen. Noch im März haben wir unseren neuen Veranstaltungskalender geplant und in der Redaktion gehabt. Auch den konnten wir im Druck nicht mehr stoppen. Wir hatten also dann irgendwann zu Beginn der Corona-Krise hier einen ganzen Stapel voller sonnengelber Veranstaltungskalender liegen, die wir leider nicht mehr verteilen konnten. Die Ereignisse haben sich dann relativ schnell überschlagen. Als sich in den Medien abzeichnete, dass die Infektionsrate ständig steigt und auch für uns das gefährlich werden konnte, musste sehr schnell eine Entscheidung getroffen werden. Und wir haben dafür einen Krisenstab ins Leben gerufen, der aus den Abteilungsleitenden, der Direktion und auch weiteren Kollegen bestand. Und innerhalb von 2 Tagen haben wir alle Eventualitäten diskutiert und dann die Entscheidung getroffen, dass die Bibliothek für den Publikumsverkehr zunächst schließen muss. Und der Zweck einer Bibliothek ist die Benutzung. Hier erfüllt sich die ganze Arbeit und wir saßen plötzlich da und hatten keine Perspektive. Das war der 14. März. Dann war es aber so, dass eben auch die Mitarbeiter nicht mehr ins Gebäude gehen durften. Es wurden dann solche Entscheidungen auch getroffen, wie erfolgt für das Personal der Ablauf, wenn Krankschreibungen sind, Urlaub, Kleidtage, die Problematik der Zeiterfassung und auch der Leistungsbuchung bei uns im ProWeb Sachs. Wie gehen wir mit Rechnungen um? Wie ist die Vertretungskaskade des Generaldirektors? Dann, als klar war, dass auch wir erstmal von zu Hause arbeiten müssen, wie wir in Windeseile dann für alle Notebooks konfiguriert und beschafft haben, wie wir Arbeit verteilt haben an die verschiedenen Kolleginnen und Kollegen über die Abteilungsgrenzen hinaus. Dass wir für alle unsere Mitarbeiter geguckt haben, wer kann was zu Hause machen, mit welcher Technik. So viele mobile Geräte waren eigentlich gar nicht vorhanden, sodass da ein großer Tausch erstmal vonstatten gehen musste, um alle so technisch auszustatten, dass sie von zu Hause aus arbeiten können. Da musste man dann auch sehr genau überlegen, welche Aufgaben können wir weiterhin auch von zu Hause aus erledigen. Wie versorgen wir die Kollegen mit Arbeit, die keine rein digitalen Beschäftigungen haben, die man quasi übergangslos ins Homeoffice schicken kann? Die Herausforderung lag einfach darin, dass in so kurzer Zeit, also wir hatten im Grunde 2 Tage, um das zu produzieren und das zu schaffen, bevor wir alle das Haus verlassen mussten, weil das wäre von außerhalb dann nicht mehr gegangen. Zunächst hatte ich daran gedacht, die Kollegen aus der Fotothek zu versorgen, aber ganz klar kamen plötzlich Signale aus allen anderen Abteilungen, die noch viel größere Probleme hatten, weil der analoge Anteil der Arbeit viel größer ist, sodass sich das ja quasi am letzten Tag von selber zu einem hausübergreifenden Thema entwickelt hat. Der letzte Tag war absolut gruselig. Von Aufregung geprägt. Und eine sehr merkwürdige Stimmung. Ein bisschen seltsam. Wirklich sehr eigenartiger Tag. Eine apokalyptische Stimmung. So ein bisschen wie Endzeitstimmung. Es hatte schon irgendwie so ein bisschen was Bedrohliches für einige. Dann bin ich an dem Freitagmorgen hierher ins Haus gekommen und habe dann schon die Situation vorgefunden, dass alle Türen geöffnet waren und mit einem Keil gesichert, um also dem zu entgehen, dass man ständig Türklinken benutzen muss. Man hatte Angst, die Türen anzufassen, weil man dachte, man infiziert sich. Alle sind auf Abstand gegangen.
es hatte so ein bisschen was von, ja, hier Notfallflucht. Also ich stand schon ganz schön unter Strom. Das hatte dann wirklich an dem Freitag so diesen Höhepunkt erreicht. Es ging früh um 7 hier los. Das Ganze lief 12 Stunden durch. Es war ja keine Zeit, großartig drüber nachzudenken, weil eben ja die Arbeitspakete produziert werden mussten. Um mich herum war reges Treiben. Dann haben wir auch jede Menge Bleilaptops organisiert, die IT auch in einem Wahnsinns-Hauruck-Betrieb eingerichtet hat. Weil alle Leute mit Technik noch ausgestattet werden mussten fürs Homeoffice. Manche Kolleginnen und Kollegen haben keine Laptops, denen haben wir Leihgeräte zur Verfügung gestellt, haben die eingewiesen, wie die Technik funktioniert, wie sie in ihr privates WLAN kommen, wie sie an ihre Dokumente kommen, wie schließe ich meinen Bildschirm von zu Hause an. Und das waren alles so Fragen, die da eine Rolle spielten und die wir klären mussten. Was mich auch an diesem letzten Arbeitstag beeindruckt hat, ist, wie der Regelbetrieb von morgens bis abends für jeden ein Notebook ans Laufen gebracht hat. Jede Menge Laptops mussten verteilt werden. Ich habe dieses Gewusel oben in der IT immer noch vor Augen. Die Leute standen im Akkord, teils im 20-Minuten-Takt, hatten kleine Zeitfenster, konnten die Technik entgegennehmen, es wurde gegengezeichnet. Person XY hat die Technik bekommen und dann war quasi auch schon die nächste Person dran. Also die haben da oben wirklich einen super Job gemacht. Normalerweise stellt man einen Antrag, der wird am nächsten Tag genehmigt und dann geht die Technik raus. Das ging einfach nicht, weil es so schnell gehen musste. Auch bei unserer IT-Abteilung hat man gesehen, wenn wir sie brauchen, sind sie da. Die haben in Blitzesschnelle die Geräte konfiguriert und wir waren alle arbeitsfähig. Und für die Nutzer haben wir an dem Tag eigentlich alles ermöglicht, was sie wollten. Also wir haben ganz viele Medien ohne Limit ausgeliehen. Wir haben mitunter auch Präsenzmedien ausgegeben. Wir haben mit allen 4 Thekenplätzen gearbeitet, sodass auch wirklich viele Kollegen da waren, um diesen erwarteten Ansturm, der dann auch wirklich am letzten Tag stattgefunden hat, auch gut abfedern zu können. Und was in dieser ganzen Zeit eigentlich super geklappt hat, war das gegenseitige Verständnis, also sowohl von Nutzerseite her als auch von Mitarbeiterseite her. Ich habe noch sehr die Ansprache von der Frau Meier im Lesesaal vor Augen. Das war schon eine sehr bewegende Atmosphäre. Es war mittags 12 Uhr, da hieß es plötzlich, wir treffen uns nochmal, um so ein paar Dinge zu bereden. Alle sind noch da, bevor dann alle in das Homeoffice gehen. Und da haben wir uns unten im Lesesaal, im großen Lesesaal getroffen. Der war komplett leer und wir saßen versprengt und an den Tischen. Es stand natürlich für mich als Leitende die Aufgabe an, das zu kommunizieren. Und wie sagt man sowas am besten? Und wo ist überhaupt der Raum, wo so viele Leute jetzt zusammenkommen können spontan? Wir sind dann runtergegangen in unseren Lesesaal. Ich erinnere mich noch genau, wie mich alle erwartungsvoll angeguckt haben und jetzt hören wollten, wie geht's weiter. Mir hat schon in dem Moment auch die Stimme ein wenig gezittert, weil eben diese große Erwartungshaltung da war. Und so schon dieser Moment, dass wir als Mitarbeiter diesen Raum tagsüber für uns hatten, das war schon total surreal, weil er ja sonst voller Nutzer ist. Wir haben Festplatten mit Daten befüllt. Wir haben einen ganzen PC-Arbeitsplatz samt Scanner verladen. Wir haben stapelweise dicke Ordner mit Rechnungen der Verwaltung eingepackt, die dann zu Hause digitalisiert werden sollten. Man hat mir große Kisten zusammengesucht und habe versucht, ja, mir so viel Dinge wie möglich auch nach Hause mitzunehmen, um eben dann auch einen ungewissen Zeitraum eben mit Arbeit dann dort auch überbrücken zu können. Gerade für uns hier in der Benutzung ist es natürlich schwierig zu sagen, wir nehmen einfach unsere Arbeit mit, weil dann müssten wir alle 75.000 Benutzer mit nach Hause nehmen. Ich musste wirklich mich total konzentrieren, um darauf zu achten, dass jeder gut versorgt ist. Das war einfach mein Anspruch, dass jeder auch mit einem sicheren Gefühl ins Homeoffice geht. Ich bin hierher gekommen, morgens um 8 und bin kurz vor 9 gefahren und habe dazwischen nur versucht, alle möglichst mental gut aufgerüstet und technisch gut ausgestattet nach Hause zu schicken. Der eine soll sich darum kümmern, dass der Kühlschrank geleert wird und zugeklebt wird, dass die Mülleimer geleert werden, dass überall die Stromkabel gezogen sind. Ich glaube, die Kollegen waren eher so: Was machen wir denn jetzt? Ziehen wir jetzt wirklich hier alle Stecker raus? Es waren alle total konstruktiv und haben mitgezogen und überlegt und geschaut, was müssen wir jetzt wie priorisieren, was müssen wir heute noch besprechen, was Montag vielleicht nicht mehr geht. Der
Letzter Tag war sehr anstrengend für uns alle, weil wir von früh bis spät im Grunde hier die Büros leergeräumt haben. Zum späteren Nachmittag war das dann so, dass ich dann auch mal meine Akten gepackt habe und mit meinem Auto an den Lieferanteneingang gefahren bin und dann auch erstmal so gesehen habe, wie die Privat-PKWs also vorgefahren sind, mit den persönlichen Dingen beladen wurden, vornehmlich also Pflanzen. Wir haben uns schwer Gedanken darüber gemacht, wer gießt unsere Pflanzen eigentlich in unserer Abwesenheit. Danach habe ich meinen Mann angerufen. Du musst bis spätestens 16 Uhr musst du kommen mit dem Auto. Muss man die Grünpflanzen mitnehmen, die gehen hier ein. Ich werde das nie vergessen, als ich hier vom Hof gefahren bin und habe auf unserem Wall irgendwelche entsorgten Pflanzen liegen sehen. Hat sich sehr irreal angefühlt. Hat man hier nochmal kontrolliert und da nochmal kontrolliert und nochmal überlegt und hat dann irgendwie doch diesen Punkt, jetzt muss ich nach Hause gehen, dann nochmal ein bisschen hinausgeschoben, weil das Bewusstsein, dass man nicht weiß, wann man wiederkommen kann, das war schon sehr unangenehm. Und dann bin ich hier raus, habe nochmal mich umgedreht und das war so ein bisschen, naja, so endgültig, weil wir halt auch nicht wussten, wann kommen wir hier wieder rein. Es war sehr, sehr komisch, dieses Gefühl. Ich weiß noch, als ich dann ging, dann schaute ich so aus meinem Fenster und dachte so, in welcher Jahreszeit werde ich dieses Büro wiedersehen? Ich bin heimgeradelt und konnte mir nicht vorstellen, wann ich wieder in der Slup sein werde und auch, was in der Zwischenzeit passiert sein wird. Ob man gesund geblieben ist oder ob quasi irgendwelche Dinge passieren, von denen man jetzt noch gar nicht weiß, dass sie passieren könnten. Und ich finde, wir haben es gut gemacht noch. Also wie das Haus dann leer geworden ist schnell, fand das war schon enorm. Für einige war das ja schon gewohnte Übung, die also auch vorher schon mal mobiles Arbeiten in Anspruch genommen hatten. Aber für viele in unserer Abteilung war das wirklich Neuland. Das Homeoffice ist für viele Kollegen natürlich eine ungewöhnliche Situation. Viele sind es gewöhnt, über Jahre eben in der Slup zu arbeiten. Viele Kolleginnen und Kollegen hatten doch kleine Startschwierigkeiten zu Hause. So ihnen fiel dann zum Beispiel ein, ich will doch zu Hause drucken. Wie binde ich meinen Drucker ein? Die erste Homeoffice-Woche war sehr stressig. Also es waren teils bis zu 50 Anrufe am Tag. Während der Schließzeit gab es für uns also einen wirklich enormen Kommunikationsbedarf, vor allem digital. Und das war aber immer von Herrn Bonte auch das Anliegen, dass der Kontakt mit den Beschäftigten gehalten wird. Achtet darauf, dass ihr miteinander im Kontakt bleibt, auch in euren Teams. Also das war sozusagen erstmal die Botschaft, die ich ausgeschickt habe. Dass man in Kontakt bleibt, dass man in der ganzen Abteilung Netzwerke schafft, um Kommunikationsketten zu sichern. Also wir haben geguckt, dass wirklich alle eine Telefonnummer haben, mit der man sie auch erreichen kann. Es lag alles vor mir. Was mache ich jetzt? Wen rufe ich über WhatsApp an? Oder wem mache ich erstmal das, um uns zu organisieren? Die Menschen leben in unterschiedlichen Konstellationen. Einige sind alleine, einige haben Familien und so weiter. Und das irgendwie kompatibel zu machen, dafür fühlte ich mich schon mitverantwortlich. Also ich glaube, die kommunikative Herausforderung war die größte. In der Abteilung war es tatsächlich so, dass man relativ schnell gemerkt hat, dass sich alle im Homeoffice gut einrichten konnten. Große Teile unseres Teams konnten ganz regulär die Dinge, die sie auch hier erledigen, auch von zu Hause aus machen. Das Datenmanagement, Kitodo, digitale Bibliothek. Wir konnten von den vielen Daten auf unseren Speichersystemen profitieren. Wir konnten Kundenwünsche erfüllen, die ja weiterhin eingingen. Wir konnten zwar nicht digitalisieren, aber auf die Daten der schon in der Vergangenheit digitalisierten Vorlagen zugreifen. Also unser größtes Projekt, was wir in dieser Zeit sehr gut vorangebracht haben, ist die Ablösung unserer alten Dienstplansoftware. Also ich habe natürlich viele Kollegen und Kolleginnen, die mit physischen Medien arbeiten. Ich kann ja keine Handschrift des 18. Jahrhunderts mal kurz mit ins Homeoffice nehmen. Sondern wir mussten schauen, welche Kompetenzen haben die Kolleginnen und Kollegen und was kann man dann machen, dass man irgendwie Projekte der Musikabteilung anderweitig vorantreibt. Es gab verschiedene Projekte hier im Haus zum Glück, die auch offline bearbeitet werden konnten von den Mitarbeitern zu Hause. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Da hatte ich auch Kollegen, die Listen für die Fotothek bearbeitet haben, was so komplett außerhalb unserer Abteilung stattfindet. Seit Anfang der 2000er Jahre ein Retro-Konversionsprojekt gemacht haben, wo Fotografien
digitalisiert und in der Datenbank beschrieben worden sind. Und weil das wie immer schnell gehen musste und möglichst kostengünstig sein musste, hat man damals einfach bestimmte Angaben weggelassen. Und das betrifft über 200.000 Fotos. Haben die Bilder aus dem System gezogen, damit die Leute sehen können, was sie eigentlich beschreiben, und die digitalisierten Karteikarten, von denen konnte abgeschrieben werden. Das Projekt der Fotothekslisten startete mit einem überschaubaren Personenkreis von vielleicht 15 Leuten. Damit Herr Bowe ungestört Nachschub produzieren konnte, hatte ich die praktische Betreuung übernommen. Es ging unheimlich schnell und die Leute waren unglaublich motiviert. In der Praxis ist diese Gruppe dann ständig gewachsen. In der Spitze waren wir 45 Leute. Es gab Tage, da war ich ausschließlich mit Fragen und Problemen zu diesen Listen befasst. Was mir wichtig war, dass wir die Nutzeranmeldung weiterhin ermöglichen. Deswegen habe ich zwei Kartons mit jeweils 500 Karten nach Hause genommen, um das von zu Hause zu managen. Also die digitalen Services, die wir haben, wurden extrem ausgebaut. Das war tatsächlich eine relativ große Herausforderung, dann zu zeigen, dass wir eben nicht stillstehen, obwohl wir zuhaben, sondern dass es eine ganze Reihe von Services im Digitalen gibt, die man gut nutzen und mit denen man auch so in der Bibliothek gut weiterarbeiten kann. Der Moment, wo das Haus für alle zu war und niemand mehr zu uns in die Beratungen kommen konnte, haben wir nach einer Softwarelösung gesucht. Eine Art Videokonferenz-Tool. Da ist uns das DFN-Conf relativ schnell eingefallen. Das ist ein Angebot vom DFN, wo wir seit ein paar Jahren Mitglied sind. Wir haben Räume eingerichtet, wo wir gesagt haben, dort treffen wir uns mit unseren Nutzern. Also insgesamt haben wir zwei neue Tutorials angefertigt auf Opal und wir haben ein bestehendes ergänzt. Wir haben zum Beispiel in unserem neuen Tutorial Zitat statt Plagiat wirklich auf Nutzerbedarf reagiert. Wir waren sehr erfreut und überrascht über die Gesamtklickzahlen, die diese zwei neuen Tutorials in kürzester Zeit erreicht haben. Die haben also im April und im Mai die Zahlen der Vormonate teilweise wirklich fast verdreifacht. Verlage haben extrem schnell reagiert. Ein paar Tage nachdem der deutschlandweite Lockdown ausgerufen war, kamen die ersten Angebote rein. Also ein wichtiger Aspekt war ja, also, dass wir auch unser Portfolio unseren Benutzern zu Hause anbieten können. Da waren dann auch viele Angebote, die waren halt nicht mehr nur für unsere TU-Studierenden oder Mitarbeiter zugänglich, sondern einfach für Benutzer, die überhaupt eine Slupcard haben. Und damit, denke ich, haben wir viele Leute erreicht mit elektronischen Infos, an die sie sonst gar nicht rangekommen wären. Viele Angebote, sehr unterschiedliche Angebote, die haben wir uns alle angeschaut und bewertet und einen Großteil haben wir auch freigeschaltet, sodass für die Nutzer an vielen Stellen im digitalen Bereich keine so große Lücke entstanden ist. Das dritte Tutorial war unser Tutorial zu den Facharbeiten für Schüler. Da haben wir auf einen bestehenden Bedarf von Seiten der Lehrer reagiert. Wir besprechen diese PowerPoint-Folie sozusagen mit unserem Vortrag. Und jetzt haben die Lehrer das Wohlfühlpaket und müssen nur auf Play drücken. Kurse, die wir jetzt als Online-Seminare anbieten, wo auch teilweise die Anzahl der Teilnehmer viel höher ist als hier bei uns vor Ort. Wenn wir jetzt ein Online-Seminar mit 10, 15 Teilnehmern haben, das sind einfach Sachen, die mussten während Corona innerhalb kürzester Zeit auf die Beine gestellt werden. Und die laufen jetzt immer noch. Zum Start des Lockdowns erreichten uns dann relativ schnell auch die Anfragen, ob wir die Möglichkeit haben, medizinisches Equipment zu drucken. Also bei uns waren das dann sehr konkret die Halterungen für die Gesichtsschilder. Die Nachfrage war auch groß. Also es gab viele Krankenhäuser und Pflegedienste, die das auch benutzt haben. Es gab aber durchaus auch Anfragen, ob wir Stoffmasken nähen können oder ob wir Beatmungsgeräte herstellen können. Das war am Anfang total überwältigend, weil irgendwie aus jeder Ecke, von jeder Institution, also sei es von Forschungseinrichtungen oder von der Fakultät Medizin oder eben auch über Dresden Concept diese Anfragen gekommen sind und auch sogar sich Leute bei uns gemeldet haben und gesagt haben, wir haben die Möglichkeit, das zu drucken.
wollt ihr unsere Hilfe? Das war schon beeindruckend, dass so, wie schnell man auch in Produktion kommt, eher Stunden statt Tagen so eine Produktion auf die Beine stellen kann und dann entsprechend irgendwelche Sachen herstellen kann. Also wir haben in dieser Zeit tatsächlich so viel Webredaktion gemacht wie nie zuvor. Wir haben unsere Startseite zum Beispiel dann während der Schließzeit einmal komplett im neuen Design machen lassen, damit man eben auch sieht, was sind die Services, die wir jetzt noch bieten können. Was gibt es gerade für Regelungen? Da gab es viele Unsicherheiten, viele Fragen. Was passiert mit den Büchern, die ich ausgeliehen habe? Wie kann ich meine Nutzerkarte verlängern? Es kam deutlich mehr Dankeschöns zurück als sonst. Für alle Bücher, die es nur im Print gibt, haben wir einen speziellen neuen Geschäftsgang entwickelt. Priorität war natürlich, Bücher als E-Books zu beschaffen. Nicht alle gibt es als E-Books. Und für die, die dringend notwendig waren, haben wir gesagt, kaufen Sie die selbst, die Bücher, und bringen Sie sie hinterher bei uns vorbei und bringen Sie die Rechnung mit und wir erstatten Ihnen das dann. Unser Referat mit den Technikern, die ja eine Ausnahmegenehmigung erhalten haben, dass sie dieses Lob aufsuchen dürfen, haben eigentlich ganz normal weitergearbeitet. Die Technik vom Haus läuft natürlich schon zu 80% weiter, auch wenn keiner mehr im Haus ist. So, die Magazinbereiche müssen natürlich trotzdem genauso klimatisiert werden. Es waren ja dann viele Firmen hier im Haus, die Wartungs- und Reparaturarbeiten durchgeführt haben. Wenn ich vielleicht zwei Dinge herausgreifen darf, die Neuverlegung des Teppichbogens im Eingangsbereich oder aber die Grundreinigung des textilen Belages in allen freien Bereichen, dass die Slup auch als Arbeitgeber in dieser Corona-Zeit für viele Firmen sicherlich ein wichtiges Standbein war. Digitale Literatur war zugänglich, aber alles, was hier in gedruckter Form liegt, war nicht zugänglich. Und das wurde zunehmend zum Problem. Haben wir in sehr kurzer Frist einen Scan-on-Demand-Dienst für die TU Dresden aufgelegt, haben also auf Wunsch Aufsatzkopien, Auszüge aus Büchern digitalisiert und den einzelnen Bestellerinnen und Bestellern zur Verfügung gestellt. Dieser Lieferdienst ist sozusagen in Anlehnung des TU-Lieferdienstes entstanden. Der Scan-Lieferdienst, den haben wir sonst auch. Das ist eigentlich ein gängiger Service, der ist normalerweise aber kostenpflichtig. Und um jetzt aber mehr Nutzern diesen Service anbieten zu können, haben wir eben den Teilnehmerkreis erweitert und haben nicht nur wissenschaftliche Mitarbeiter, sondern auch Studierende mit den Scans versorgt und haben es vor allem auch kostenfrei angeboten. Das war so der erste Moment, wo wir dachten, jetzt könnten auch Mitarbeiter doch wieder ins Gebäude gehen. Das war circa ein Monat, nachdem die Bibliothek schließen musste. Als die ersten Leute ins Gebäude kamen, ja, das war eigentlich so das Gefühl, jetzt sind wir wieder zurück. Der Lieferdienststart war am 15. April. In der ersten Woche haben wir dafür 11.000 Seiten digitalisiert. Ende Juni wurde der kostenfreie Lieferdienst dann wieder eingestellt. In der Summe hatten wir dafür fast 40.000 Seiten digitalisiert. Kam dann nach einer gewissen Zeit auch der Zeitpunkt heran, wo eben die Bibliothek wieder öffnen sollte, aber in ganz, ganz eingeschränktem Maße. Als sich das herauskristallisierte, dass wir wieder die Bibliothek öffnen können, haben wir zuerst geschaut, wie wir unsere Mitarbeiter schützen können. Dafür wurden Plexiglaswände angeschafft, die an den Theken aufgestellt sind. Die Literatur soll zwar ausleihbar sein, aber die Benutzer gehen nicht wie sonst üblich an die Regale, sondern haben die Möglichkeit, diese Bücher zu bestellen. Wir heben alles für sie aus. Der allererste Zugang ins Gebäude, der dann Ende April wieder erlaubt war, sah wirklich nur dieses kurze Reinkommen, sich nicht aufhalten, sondern Literatur nehmen und wieder rausgehen vor. Und es müsste ein riesengroßer Selbstbedienungsabholungsbereich geschaffen werden mit Einbahnstraßen, Abstandsregelungen, sodass wir auch sehr, sehr viele Möbel im Slup-Forum dafür genutzt haben. Und wir haben den gesamten Slup-Forumsbereich quasi als großes Abholregal umgebaut. Eine Gefährdungsbeurteilung war zu erstellen für die insbesondere Thekenplätze. Um auch die Abstandsregeln tatsächlich einzuhalten im Haus, haben wir uns so einen Pflanzstab gekauft. Die sind genormt, zum Beispiel 1,50 Meter. Mit dem sind wir tatsächlich im Haus umgegangen und haben die Abstände gemessen. Zum Beispiel Frau Ebert hat die Vormerkregale
dann bewertet und dort die Bestände auseinandergezogen, sodass auch bei der Bereitstellung von Medien Abstandsregeln eingehalten werden konnte. Und ich glaube, das war dort vielleicht die größte Leistung. Das Ganze wurde dann nach 14 Tagen wieder zurückgebaut, weil wir dann weiter lockern konnten. Und so haben wir das Schritt für Schritt erweitern können. Am ersten Tag haben wir uns alle angeguckt, wer ist denn eigentlich da? Und haben festgestellt, also wir sind immerhin 25. Und aus diesem Team haben wir angefangen, den ersten Dienstplan zu erstellen und zu überlegen, was können wir leisten. Am Anfang der Öffnung der Bibliothek war die Nachfrage natürlich auch sehr gering, weil die Leute sich natürlich auch erst dann nach und nach wieder getraut haben, sage ich mal, in die öffentlichen Bereiche zu gehen. Und nach wurde es mehr. Wichtig war uns, dass wir als Ansprechpartner sichtbar sind. Und da haben wir also auch in Kauf genommen, dass wir selber während der Dienste vor Ort am Anfang eine Maske getragen haben. Maskenpflicht, ne, war ja noch die Schwierigkeit, überhaupt etwas zu bekommen. Für unsere Mitarbeiter kann ich sagen, die waren alle ganz super und haben sich in der Zeit schon erstmal mit eigenen Masken versorgt. Hatten wir gerade eben Slip and Go anderthalb Wochen im Betrieb, hieß es, dass die Teppichleger kommen, aber wir den gesamten Bereich, wo wir den SB-Bereich eingerichtet haben, wieder umräumen mussten. Kamen schon die ersten Anfragen, ob wir perspektivisch wieder aufmachen und ob das in diesem Semester möglich sein wird, dass die Studierenden bei uns ihre Modelle drucken. Aber dadurch, dass der Drehpunkt geschlossen geblieben ist, mussten wir noch relativ lange warten, obwohl die Nachfrage eben schon da war. Und wir haben dann diese Notfallklinge benutzt, um einfach den Leuten die Möglichkeit zu geben, sich bemerkbar zu machen. Und dann kommen die eben über die Poststelle, die Tür ist aber geschlossen, dann klingeln die und dann holen wir die da ab. Und nach einer gewissen Zeit, als auch die Infektionsrate wieder weniger gefährlich aussah und die Zahlen niedriger wurden, haben wir darüber nachgedacht, dass wir es auch wieder ermöglichen wollen, dass die Benutzer sich länger im Gebäude aufhalten können. Man muss sich anmelden nach wie vor online über die Website, aber man darf, wenn man einmal drin ist im Gebäude, sich auch bis zum Abend den ganzen Tag über darin aufhalten. Die große Vielfalt in unserem Haus bedeutet natürlich auch, dass wir jede Ecke einzeln bewerten mussten. Wir haben aufgrund der Kontaktvermeidung natürlich nicht alle Arbeitsplätze freigeben können, sondern nur circa die Hälfte. Ja. Wir haben sehr viele landesbibliothekarische Nutzer auch. Und die kommen einfach vor Ort und haben hier ihre Fragen gestellt. Und da haben wir sehr schnell gemerkt, es wird schon erwartet und gewünscht, dass wir unsere öffentlichen PCs zum Beispiel wieder freigeben. Fernleihen wollten wieder genutzt werden. Die Multifunktionsgeräte sollten funktionieren. Die Öffnungszeiten der Zweigbibliothek waren natürlich sehr unterschiedlich an den Standorten. Einerseits wollten wir natürlich den Nutzerinnen auch anbieten, an verschiedenen Tagen die Zweigbibliotheken zu benutzen. Wenn wir jetzt die Bibliotheken alle an gleichen Tagen geöffnet hätten, hätten die in dieser Woche natürlich nicht verschiedene Standorte aufsuchen können. Wir haben uns ein bisschen danach gerichtet, wie die Vorgaben von den Fachschaftsräten sozusagen sind. Dass die Nutzer trotz unserer, wie wir finden, ausführlichen Informationspolitik irgendwann eher fragen, als jetzt nochmal die 10. Infoseite zu Corona nachzulesen, weil ja nicht bloß wir Informationen rausgeben, sondern das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Ding. Die Zeit war natürlich auch sehr, sehr dynamisch. Es wechselten jeden Tag die Bedingungen, die wir uns anpassen mussten. Teilweise gab es sehr viele Informationen, teilweise sehr verwirrende Informationen, teilweise gab es wiederum ganz wenig konkrete Informationen. Also wir haben ja da geschaut, was das RKI sagt. Wir haben geschaut auf Bundesebene, auf Landesebene, was es für Verordnungen und Empfehlungen gibt. Und die Herausforderung an der ganzen Sache ist eben, das auf seine eigene Einrichtung runterzubrechen. Solange die Pandemie noch akut ist, und das ist sie, können wir überhaupt nicht darauf verzichten, den Terminzugang in die Bibliothek aufzugeben. Also dann haben wir angefangen, langsam wieder über das Thema Veranstaltungen nachzudenken. Zum einen haben wir also zu den Veranstaltungen, die nicht stattfinden konnten, kleine Teaserfilme erstellt, die sozusagen unseren Nutzenden als digitaler Ersatz dienen sollten. Und zum anderen haben wir dann ganz persönliche Formate gefunden. Da gab es eine Kooperation mit der Sächsischen Staatskapelle in Dresden, als der Lesesaal also für die Nutzenden noch
weitreichend leer stand, gab es dort die sogenannten 1:1-Konzerte. Den Start an der Slope im Nachhinein kann ich eigentlich als ziemlich positiv betrachten. Ich hatte meinen Vertrag unterschrieben in der ersten Woche des Lockdowns, als gerade die Kindergärten und Schulen alle schließen. Aber durch die Corona-Zeit waren alle Mitarbeiterinnen, die hier im Haus waren, hatten Zeit für mich. Und in der Homeoffice-Zeit, also ich war anfangs 3 Tage die Woche an der Slope und 2 Tage im Homeoffice, konnte ich im Homeoffice alles nochmal verarbeiten und überarbeiten und bin eigentlich ganz gut reingekommen. Also unabhängig von Corona, muss ich sagen, fand ich die Begrüßung hier an der Slope total schön. Also alle Vorgesetzten waren bei mir, ich habe im Wurfstreuzen willkommen, also man hat sich total willkommen gefühlt und ja, das kannte ich vorher so nicht. Und es war natürlich für mich persönlich eine Herausforderung, das Homeoffice mit kleinem Kind zu Hause, das gerade mal 2 Jahre ist, hat viel neues Vokabular gelernt. Also es hatte nach 2 Wochen, hat er dann immer gesagt, wenn ich mit ihm spielen wollte, nee Mama, ich kann jetzt nicht, ich muss jetzt arbeiten, ich muss noch eine E-Mail schreiben. Auf der anderen Seite empfinde ich das als eine ganz ruhige Zeit. Und als eine Zeit, in der ich mich doch auf vieles auch besser konzentrieren konnte und auch einiges vorangetrieben habe oder fertig bekommen habe, was vorher gelegen hat. Und das habe ich noch nicht ganz verstanden, woher das kommt, dass ich da irgendwie doch kreativere Phasen hatte, als ich sie manchmal hier am Schreibtisch habe. Für mich die absolute Herausforderung im Homeoffice waren meine 4- und 5-jährigen Jungs, die es einfach mal nicht verstanden haben, dass die Mutti anwesend ist, permanent mit ihrem PC spricht und nicht gestört werden möchte. Man hat einfach auch ein schlechtes Gewissen, weil man das Gefühl hat, dass man die Kinder vernachlässigt. Ich habe noch nie so viel telefoniert wie in den ersten 4 Wochen des Lockdowns. Es hat eine gute Woche gebraucht, ehe wir zu Hause dann auch zu viert so einen gemeinsamen Rhythmus gefunden hatten. Zusätzlich kam dann auch die Schwierigkeit dazu, dass ich in der Zeit unseren kleinen Sohn betreut habe. Der ist jetzt fast 2 Jahre alt. Da muss man natürlich gucken, zwischen den Dienstzeiten meiner Freundin im Krankenhaus und den Aktivitätszeiten meines Kindes musste man natürlich schon ein bisschen jonglieren. Mit Grundschulkind zu Hause, das hat eigentlich nichts mit Homeoffice zu tun. Wie hat ja eine Tagesschausprecherin gesagt, Homeoffice mit Kindern ist wie Zähneputzen mit Nutella. Generell fand ich das halt als relativ schwierig, dann Arbeit von Privatleben zu trennen. Das hat halt irgendwie auch dazu geführt, dass ich dann abends auf der Couch saß und gedacht habe, ah ja, das wolltest du noch machen. Aufgestanden bin, mein Laptop angemacht habe und dann nochmal gearbeitet habe und irgendwie nicht so richtig abschalten konnte. Und ich habe auch von zu Hause aus mit Nutzern telefoniert, gewhatsappt oder auch Videokonferenzen durchgeführt. Ich habe dann immer gefragt, wie sie es gerne wollen. Und wenn die gesagt hat, ich will nur telefonieren, dann habe ich nur telefoniert. Ja. Und wenn sie es gerne anders wollten, Skype-Bildschirm teilen, kann ich jetzt alles. Was ich sehr interessant daran fand, dass Kollegen auf einmal gefordert waren, zu improvisieren. Also es ist nicht gleich jemand da, den man fragen kann. Es ist nicht gleich jemand da, der einem hilft, sondern man hat einfach Dinge, die man selber lösen muss und man muss sich damit auseinandersetzen. Da sind für Leute Erfolgserlebnisse entstanden, wo sie selber, und so stelle ich jetzt einfach, gar nicht gedacht hätten, so, dass sie das können. Das hat wirklich so einen Technologiesprung für viele Leute bedeutet. Also auch das ist im Grunde ein positiver Nebeneffekt. Was wir auf jeden Fall mitgenommen haben, denke ich, ist im ganzen Haus ein viel besseres Verständnis darüber, was machen denn die anderen eigentlich? Und so der Blick von allen Mitarbeitern ist dafür geöffnet worden, dass es nicht bloß die Arbeit hier vor Ort gibt, dieser berühmte Blick über den Tellerrand. Mir hat es auch Spaß gemacht zu sehen, wie eben Kollegen neue Aufgaben angenommen haben. Ich glaube, das Verständnis für die Projekte von anderen ist einfach gewachsen. Dass das von unserem Haus eine sensationelle und großartige Leistung war. Die Nutzer konnten zwar unser Haus nicht mehr besuchen, aber wir haben alles dafür getan, dass die Nutzer trotzdem auf unsere Bestände zurückgreifen konnten, nämlich in digitaler Form. Auch weil ich denke, dass die Bedeutsamkeit von Open Access durch Corona nochmal extrem gewachsen ist. Ja? Also dass einfach ganz viele jetzt mitbekommen haben, wie wichtig es ist, dass man auf wissenschaftliche Informationen jederzeit von überall aus zugreifen kann. Die Notwendigkeit freier Verfügbarkeit von wissenschaftlicher Information ist durch Corona so offenbar geworden wie lange nicht mehr. Es muss nicht alles immer so sein,
wie ich es kenne, damit es gut läuft, sondern es ist durchaus möglich, auch an den Rahmenbedingungen Veränderungen vorzunehmen, um gegebenenfalls da auch flexibler agieren zu können. Also was man im Grunde beibehalten sollte, ist so eine Form von besonderer projektförmiger Arbeit, die man wirklich abteilungsübergreifend macht. Dass man sich eher auf die Lösung einer Aufgabe konzentriert, als weniger, wie man die Aufgabe löst, wann und wo. Also dass quasi das Ergebnis eher in den Fokus rückt und weniger eben die Art und Weise, wie man da hinkommt. Manche Teamsitzungen fand ich einfach fokussierter. Manches war einfach stringenter durch die Webteamsitzung. Neben den vielen negativen Aspekten, die mit Corona verbunden sind, gibt es also aus meiner Sicht zwei sehr gravierende große oder positive Effekte. Das eine ist das Arbeiten im Homeoffice und das andere ist, dass man nicht wegen jeder Besprechung sich geografisch an einen anderen Ort bewegen muss. Das Thema Videokonferenzen, sich mit Kolleginnen und Kollegen auch digital auszutauschen, das ist, glaube ich, ein Stück weit in Fleisch und Blut übergegangen in dieser Zeit und das wird sicher auch bleiben. Es hat sich an manchen Stellen gezeigt, dass mobiles Arbeiten auch in Bereichen funktioniert, wo wir uns das vorher überhaupt nicht hätten vorstellen können. Dass auch ein Großteil des klassischen Geschäfts durchaus zu Hause bewältigt werden kann, dass wir diese Erkenntnis gut mit einbringen werden in die zukünftige Anwendung von mobilen Arbeiten. Entleihung ist nach wie vor ein wichtiges Thema. Ausleihe von Medien, Zugriff auf digitale Objekte. Mein Eindruck ist aber, dass es mindestens so sehr inzwischen bei Bibliotheken um die soziale Begegnung, um den sozialen Austausch, um diese gemeinschaftliche Wissensarbeit geht. Das hat den Menschen, glaube ich, fast noch mehr gefehlt als eben der Zugriff auf ein Buch oder auf eine Datenbank. Was für uns als Team, für die Beschäftigten wichtig ist, ist, dass wir in der Krise gesehen haben, wozu wir fähig sind, wie wir zusammenwirken, wie wir solidarisch sind, wie flexibel wir dann auch auf die Herausforderungen reagieren konnten. Da kannst du ruhig beim nächsten Mal auch noch ein bisschen stärker drauf vertrauen, dass die alle ihren Job machen und wirklich hoch engagiert bei der Sache sind. Auch die, die man vielleicht nicht sieht, wo man denkt, wo ist denn der jetzt oder was läuft denn da oder warum hat das mit mir nicht besprochen, die wissen schon, was sie machen, ja, und sie machen es gut. Dass das alles so wunderbar geklappt hat und wir eine echte Gemeinschaft waren und solidarisch zusammengewirkt haben, immer mit dem Ziel, wieder dahin zu kommen, wo wir hingehören, das war also bei allem, was einem so besorgt gestimmt hat und auch geängstigt hat, war einfach eine wunderbare Erfahrung. Und ich war wieder mal hochglücklich, Chef dieser tollen Einrichtung zu sein.